Test, Test. Ah, ja. Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt mit Zero, der im Hintergrund rumknistert. Ja, kleine Lags sind hier mit eingegriffen. Liegt gerade an meiner Internetverbindung. Ihr seht hier Epic Card Battle. Erhältlich gratis auf Steam. Wir haben uns ein bisschen reingefuchst. Und wollen euch dieses Spiel nun vorstellen. Hier seht ihr Wolf 130 mit dem tollen Wolf, ne? Geil. Geschafft, in Ladder Matches zu gewinnen. Hey, ich hab dich im Ladder Match besiegt. Aber sonst auch niemand. Na und? Ich sehe hier immer eine Chat-Nachricht, die privat an mich gerichtet ist. Glaube ich. Aber ich weiß nicht, was hiervon geflüstert sein soll. Ach, Kawaii Neko. Ich glaube, Kawaii Neko. Kawaii Neko hat, glaube ich, nee. Hast du mich angeflüstert? Nee. Ich will auch so ein Catgirl. Wie kann man dein Bild ändern, weißt du? Ja, habe ich ja gemacht. Du gehst in den Shop. Was? Shop? Dann gehst du auf Porträts. Porträts? Hm. Und da musst du dir eins kaufen. Gut. Haben die denn auch das Bild? Weiß ich nicht. Ich werde noch ein bisschen was kaufen. Weil ich das Catgirl haben will. Okay. Hast du so viel Geld? Ich habe ein bisschen was angespart, ja. Ihr habt kein Catgirl. Ich will das Catgirl. Mäh. Wie viele Sterne hat ein Catgirl? Ich glaube 4. Schade, der hat das nicht, was ich wollte. Dann nehme ich halt den Bär. Ich fordere dich derweil schon mal zum Kampf raus. Hier seht ihr die Karten. Wie dieses Spiel funktioniert, werdet ihr im Laufe des Parts dann sehen. Ja. Es ist sehr interessant. Ich hätte dieses Spiel nicht so auf so einen Stand erwartet. Es besitzt unter Unionen, also hier Monsterkarten, wenn man so will, und Zauberkarten. Das hier zum Beispiel ist eine Monsterkarte, der Hot Ninja, und hier seht ihr auch schon, worauf es in diesem Spiel hauptsächlich ankommt. Mhm. Brüste. Oh ja, Brüste. Ehrlich gesagt, so bin ich auch auf dieses Spiel aufmerksam geworden, weil ich mir gedacht habe, was erreicht auf YouTube hohe Klickzahlen? Brüste. Klar. Brüste auf dem Thumbnail garantieren eigentlich schon mal doppelt so hohe Klickzahlen. Und deswegen machen wir das einfach mal. Ich packe jetzt mal die Karten, die ich auch standardmäßig gegen Zero gerne einsetze, ins Deck. Das Deck habe ich auch schon vorgefertigt, ich wollte euch bloß mal zeigen. Ihr seht hier die Fraktion, zu der eine Karte gehört. Das hier ist jetzt eben diese Schreinallianz. Der hier greift immer zuerst den Schwächsten an. Er greift körperlich an und hier seht ihr immer, wie viel Schaden er austeilt. Gegen was. Und hier, wie viel er kriegen würde. Also zum Beispiel, wenn der hier von einem Pierce-Angriff, jemand, der statt Melee Pierce hat, angegriffen werden würde, würde er 75% Schaden nur bekommen. Dafür bei Magic 150. Jetzt habe ich Zero natürlich schon einen Tipp gegeben, aber ich denke mal, Zero weiß eh, welche Karten ich im Deck habe. Ja, ich kann es mir denken. So, wir haben Zero jetzt mal die Anfrage gesendet. Wir warten, dass er annimmt. Kann ich annehmen? Ja, das Spiel hat immer so einen leichten Delay drin. Jetzt hier Akzept. Gut. Er hat schon angenommen, das heißt, er kann den Kampf schon sehen, wir leider nicht. Ihr seht hier, im Friends Battle habe ich bis jetzt zweimal gewonnen. Muss er selbst noch ein Deck eben machen. Hier seht ihr, man kann die Karten auch verstärken, die man hat. Aber nicht alle, sondern nur eine begrenzte Anzahl. Ich weiß auch nicht, warum manche Karten da erhöht werden können, andere nicht. Wenn es euch interessiert, gebt den Titel mal bei Steam ein, könnt es mal spielen. Es ist ganz interessant, weil ihr müsst hier vor dem Kampf die Strategie festlegen, weil sobald der Kampf beginnt, habt ihr effektiv keinen Einfluss mehr. Und es ist nicht so Pocky Ninja-like, man kann es mal probieren und vielleicht gewinnt man, vielleicht auch nicht.
muss halt wirklich überlegen, was man da zusammenbastelt. Ja, hier ist die Strategie extrem wichtig. Ich hoffe übrigens, Zero ist in seinem Zustand gerade laut genug. Werden wir sehen. Ja, ich nehme das leider mal wieder mit Dings auf. Red mal. Hallo, hallo, Test, Test, 1, 2, 3. Na, ich mache ihn euch ein bisschen lauter. Ah, du hast dein Deck fertig? Ja, jetzt habe ich hier auch Link gedrückt und ja, sehe den Kampf. Gut, dann gehen wir auch in den Kampf. Wir gucken mal. So, mein erster Zauber verstärkt uns erstmal enorm. Das kennt Zero schon. Hat er auch extrem Angst vor. Vor allem vor dieser Karte, weil sie Ah, das Maximalleben extrem seiner. nervig. Und hier seht ihr nochmal den Hauptgrund, warum ich dieses Spiel genommen habe. Habier, Brüste. So. Oh ja. Und bei Habier sogar nicht nur Brüste. Warum komme ich jetzt hier aus dem Menü nicht wieder raus? Danke. Hot Ninja, Brüste. Medusa. Der Rapier ist tot. Was könnte es anderes sein? Brüste. Gut. Beim Shadow Assault weniger Brüste. Aber selbst bei der Queen of Spiders. Ne? Ich muss es nicht Naja, mehr aber. sagen. Also, ich würde mal ganz spontan sagen, dieses Spiel richtet sich an ein männliches Zielpublikum. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Was? Brüste beherrschen die Welt? Wohl wahr. Deswegen muss ich ja auch demnächst Five Nights at Anime spielen. So, mal gucken, wie es ausgeht. Ich denke mal, ich werde verlieren. Aber der Kampf ist spannend bisher. Ja, aber das war's dann auch für mich. Deine blöde Spider-Queen macht aber extrem viel Schaden. Ja, so bist du bei die Todes, ist meine eine Trigger-Karte halt auch nutzlos. Ich habe verloren. Jetzt verrat den Leuten doch nicht, wie der Kampf ausgeht. Habe ich doch gar. Natürlich verlierst du, Nee, natürlich. Nee. weil ja, gegen den Wolf kann man einfach nicht gewinnen, weil der Wolf ist einfach OP. Das hat sich auch am Anfang gezeigt. Wir haben begonnen zu spielen, wir hatten hier ein Booster-Pack gezogen und dann habe ich so Bet-Matches gemacht. Da kann man Geld einsetzen und kann dann auch welches gewinnen, wenn man gegen zufälligen echten Spieler gewinnt. Und ich habe das dreimal gemacht, dreimal gewonnen, alle waren glücklich. Also ich. Ja, du. Ach, ist das nicht schön. Ich aber nicht. Nein, es ist nicht schön. So, möchtest du eine neue Runde? Du wolltest doch drei Kämpfe haben. Ja. Gut, ich werde mal ein paar andere Karten reintun. Das wird vermutlich zu meiner Niederlage führen. Zero wird Hast sich da du mich extrem schon freuen. herausgefordert? Nee, noch nicht. Ich habe Mache dich ich mal gleich. herausgefordert. Du hast mich herausgefordert? Ja. Dein Deck auch schon So, was denn? gesetzt? Nee, ich mach grad noch Ach Deck. so. Ja, dann ist für Überleg euch jetzt gerade auch mal ein gerade bisschen noch was langweilig. Neues. Ach ja, Verzeihung, ihr könnt ja auch hier auch Kampagnenspiele spielen. Wie ihr seht, haben wir uns da schon ein bisschen durchgefuchst. Damit man hier weiterkommt, dann kriegt ihr hier Daily Rewards. Sowas hier sind lustige kleine Sachen. Zum Beispiel Brüste, die man da kriegt. Obwohl. Glaubst du nicht, das ist ein bisschen frauenfeindlich? Ja, stimmt. Die Brüste, die hier im Spiel sind, sind nicht klein. Ja, Nicht was böse denn gemeint, aber okay. es ist doch so. Seien wir mal ehrlich. Ja, na gut. Wenn du das sagst, Senior, dann Leute, verrat's dir noch mal an. ganz. Okay. Ich ziehe jetzt einfach mal random eine Karte im Shop. Was denkt ihr, wie hoch die Chance ist, dass wir Brüste ziehen? Ziemlich hoch. Nee, wir haben keine Brüste gezogen. Warum kannst du überhaupt eine Karte im Shop ziehen? Ich habe Geld dafür bezahlt.
Okay, jetzt müssen wir einfach warten, bis Zero hier fertig wird. Ja, Moment, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Was ich ein bisschen doof finde an diesem Spiel ist, ihr seht hier Bio, Nickname Wolf 130, auf Account gehe ich jetzt mal nicht. Zum einen, dieses Spiel ist nur in folgenden Sprachen erhältlich. Englisch, Japanisch, glaube ich. Ich spreche all diese Sprachen nicht. Moment, das kann man doch im Chat nachbringen. Also. Könnten Japanisch und Chinesisch sein, ich weiß es nicht. Ich spreche diese Sprachen nicht. Also dieses Spiel ist nur in exklusiven Sprachen erhältlich. Und hinzu kommt, es gibt keine Möglichkeit, den Vollbildmodus auszumachen. Stört mich persönlich insofern, weil ich gerne, sehr, sehr gerne, gerade bei Kartenspielen, nebenbei noch was anderes mache. Und es ist bei Vollbild halt immer richtig kacke. Ja, das ist dann echt schade. Wenn ihr mich in diesem Spiel übrigens unterstützen wollt, neben meinem Namen in der Beschreibung findet ihr einen Code. Solltet ihr euch bei dem Spiel hier registrieren, wie gesagt, über Steam könnt ihr es runterladen, dann seid ihr aber noch nicht registriert. Das müsst ihr dann erst im Spiel machen. Nehmt Server 1, dann könnt ihr mit uns beiden spielen. Und auf jeden Fall gebt ihr den Code, der neben meinem Namen, nicht neben Zeros Namen steht. Sag mal, wer baut denn bei dir da draußen gerade einen Unfall? Naja, keine Ahnung. Ah, draußen regnet es, da wird es wieder kühl. Da kann ich gerade mal mein Fenster so ein Stück weit aufmachen. So, ich warte, bis du akzeptierst. Oh, Verzeihung. Ja, wie gesagt, ihr tragt dann den Namen, die Nummer neben meinem Namen ein. Neben Zeros steht zwar auch eine Nummer, die könntet ihr theoretisch auch eintragen, wenn ihr ihn unterstützen wolltet. Muss. Aber ich denke mal, ihr seid auf meiner Seite, oder? Vielleicht auch also, nicht. Ich bin doch hier der. Ich bin der coole Onkel, den jeder mag. Und trotzdem wurde er abgesetzt. Hast du akzeptiert? Ja, ich überlege gerade noch, was für Karten ich reintue. Man muss hier halt immer ein bisschen drauf achten, wen sie angreifen, wie ihre Stärken und Schwächen sind. Ehrlich gesagt habe ich mir relativ wenig Gedanken über mein erstes Deck gemacht. Auch über dieses hier habe ich mir relativ wenig Gedanken jetzt gemacht. Und ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Bin gespannt. Ich auch. Bist du soweit? Ich habe schon gestartet. Oh. Okay. Jetzt da. So, wir gucken mal, ob wir gewinnen können. Ich hoffe es natürlich. So, der Meteor und Sago. Das ist eine Falle. Trap. Nicht zu vergessen, dass ich meinen Baum dabei habe. Wo ist dein Baum? Ach, da. Da ist der Baum. So. So. 15 war auch der, die Kalte. Ja, aber der ist der extrem Weg. Stark, wenn du dir mal die Angriffskraft anguckst von dem Vieh. Gut, er hat viel Leben. Hier, ein Beispiel Gegenbrüste. Ein Baum. Naja, ein Trend. Aber hier habt ihr wieder Brüste, ja, der so. Dire-Wolf hat auch keine Brüste. Bist du sicher? Du kannst seine Unterseite nicht sehen. Natürlich. So, als nächstes willst du mir erzählen, dass mein Bär Brüste hat. Jetzt nicht mehr. Immer dieses Geil. Ich weiß schon, warum ich was gegen Heilung habe. Deswegen habe ich ja auch eine Dienerin, die, wenn sie Schaden macht, das Maximalleben auf das jetzige Leben des Dieners setzt. Das bedeutet, heilen ist nicht mehr möglich danach. So, das war's für dich. Habe ich soeben festgestellt. Zack. Und tot. Bei mir nicht.
44 Sekunden hat der Kampf gedauert. Schön. Wolf gegen Bär, ein alter Kampf übrigens. Was? Der alte Kampf, Wolf gegen Bär. Genau. Nee, nicht im Shop. Ich wollte jetzt nämlich mal euch was zeigen. Ah, da hätte ich auch einfach auf Redeem gehen können. So, Rewards. Daily Mission. Hier gibt es nämlich sowas wie 15 globale Matches gewinnen. Ladder Matches und Complete 5 Friendly Matches. Deswegen müssen wir jetzt noch eins machen. Ja. Ich hab dich herausgefordert. Echt, bei mir steht, Machen ich wir jetzt warte noch, meine. dass du meinen letzten Kampf, dass du deinen letzten Kampf beendest. Hab ich schon gesagt, das Deck für den nächsten Kampf. Ah, das ist doof, dass der hier rauswechselt. Bäh. Ja, ansonsten könnt ihr in der Galerie alles nochmal genau angucken. Mal ganz speziell. Ich weiß gar nicht, ob man das hier als Avatare kaufen kann oder wie das hier wirkt, wenn man das kauft. Könnt ihr ja hier mal so hier unseren Swordeman kaufen. Ach so, jetzt kann man den angucken in groß. Na, das ist schön. Dafür habe ich jetzt Geld aus dem Fenster geworfen. Dass ich eine Karte von mir in groß Ja. angucken kann, die nicht mal Brüste hat. Also wirklich. Vorhin mal ausprobiert. Ja, sowas muss man kaufen. Aber das Brüste kosten mehr. Sex Sales, Leute. Sex Sales. Die da heute eigentlich so Das weg. muss ich mir aber merken, weil ich muss mir dann nachher noch fürs Thumbnail eine von denen fotografieren. Ja, ihr kriegt Brüste ausfarmen, ne? Wobei, okay. Gar nicht so einfach. Ja, Leute, ihr werdet hier vom Wolf verwöhnt. Meinst du, dass ich sie verwöhne, kriegt im Kontext Brüste eine falsche Bedeutung? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich euch jetzt noch mal einen Booster kaufen, aber das kann ich leider nicht. Schade. Also jetzt, man kann hier diese Karten kaufen. In 7 Minuten kann ich noch mal eine gratis ziehen. Hier braucht es diese Diamanten, die kann man dann nee. Nee. Irgendwo kann man die kaufen. Irgendwo. Hier kann man die kaufen. Oder auch nicht. Ah, hier. Diamonds. Ja, hier kann man diese Diamanten kaufen. Ihr seht, 9,99 $, 4,99 $. Ihr könnt auch gleich 1000 Stück für $100 kaufen. Wenn ihr das gerne möchtet. Dafür könnt ihr euch dann hier Promo-Bucks kaufen. Hier so super Legends of the Gods, die bei 3 Sternen anfangen. Meine stärkste Karte hat auch 3 Sterne. Und bis zu 5 Sterne gehend. Kostet dann halt alleine auch schon mal 688 und ihr kriegt nur 8 Karten. Aber die sind dann halt alle stärker als mein ganzes Deck. Also eine Ich von warte, bis du denen. akzeptierst. Was? Ich warte, bis du akzeptierst. Oh, Verzeihung. Wo war denn das nochmal? Unter Friends? Ne, ich habe Request Battle. Achso, ich muss hier mal aktualisieren, dann wird das wahrscheinlich. Ja. Ist ein bisschen doof gemacht, aber was soll's. So, Leute, was soll ich für Karten nehmen? Was für Karten soll ich nehmen? Ich nehme mal diesen Zauber, weil ihr könnt den Effekt jetzt selber lesen. Ich möchte das Zero noch nicht verraten. Deswegen möchte ich euch das derzeit noch vorenthalten. Diese Karte. So, sollte jetzt jeder gelesen haben. Wenn nicht, dann müsst ihr halt kurz zurückmachen, Video pausieren. Ich nehme jetzt mal zwei von denen, weil die recht schnell sind. Ich könnte noch einen Zauber nehmen, aber ich glaube, das wäre eher ineffektiv. Stattdessen nehmen wir die hier mit. Und zu guter Letzt Bulli. diese hier. Ne. Ja, wir akzeptieren den Kampf. Ich werde vermutlich verlieren diese Runde, weil die Karten, die ich mit da drin habe, sind nicht so toll. Okay. Danke. Hey! Keine Riesenbrüste. Sehr schön. Keine was? Keine Riesenbrüste. Ach ja, moin, wird auf die Seite gedreht, wenn man die ganz groß macht.
Ich meinte deinen Silent Archer. Keine Riesenbrüste. Ach so. Nee. Diesmal nicht. Ja, aber Den dafür Typen haust. kriege ich jetzt als erstes weg. Ja, die haust du gleich um. Das ist nicht besonders freundlich. Deine Trapper, die wird sich wahrscheinlich nicht laufen. Nicht. Ich habe meine Trap diesmal gar nicht dabei. Was sind das denn da? Die Weinbarriere. Ja, wir sollten dich eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir dich besiegen können, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sieht derzeit nicht so toll aus. Toll ist halt, ich sink auch dauernd mit meinen Poison Rain deine Verteidigung. Ja, das ist extrem problematisch, weil ich auch meine Verteidigungserhöhungskarte derzeit nicht drin habe. Aber das sieht gerade für dich schlecht aus. Ja. Dich aber auch nicht wirklich gut. Ja, es ist für uns beide nicht so toll. Bei dir ist halt das Problem. Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Ich hab verloren. Du sollst den Leuten nicht spammen, spoilern. Du das vor mir. Nee, ich war nicht vor dir. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht vor dir war. Egal, wir haben gewonnen. Ja, ganz knapp. So, und jetzt kann ich euch nochmal zeigen, wie das hier aussieht. Dann kriegt ihr hier der Mission, könnt Mischien vor allen Dingen mischen und könnt hier einfach completen. Ja, Leute, wie lange nehme ich jetzt schon auf? No. Machen wir hier nochmal eins im Pro-Mode, komm. Moin. Wir nehmen jetzt einfach Was mal ein Deck, Promo? das ich vorgefertigt habe und. Ich muss eh noch ein Leather-Match spielen. Ich hoffe, mir schmiert jetzt das Internet nicht wieder ab wie beim letzten Mal. Da ist ein Moment lang immer abgeschmiert, wenn ich hier nach einem Gegner gesucht habe im Coins Bett. Ein Bett im Coins-Feld. Ha. Nein, fand ich auch nicht lustig. Nee. Ach, was soll's. Leute, ja, wir warten jetzt. Sagt mir auf jeden Fall, ob euch das Spiel gefällt, ob ihr es auch spielt. Und wenn ihr es spielen möchtet, mal ausprobieren wollt oder auch nicht, dann meldet euch dort an und gebt, wie gesagt, Beschreibung runterklappen. Neben meinem Namen den Code ein, den könnt ihr auch, wenn ihr euch anmeldet, da eingeben. Weil dann kriege ich eine Diamantkarte. Yay! Solltet ihr jedoch wieder Aber er. Was? eins muss man dazu noch sagen: Reward kriegen wir aber erst, wenn die Leute dann Level 20 erreichen. Echt? Ja, das stand da. Verdammt. Okay, Leute, erreicht Level 20. So, hier funktioniert es so: Ihr wählt zwei Karten aus, euer Gegner kann die sehen. Und jetzt geht es darum, dass ihr die nächsten Karten auswählt. Die nächsten beiden. Erneut kann euer Gegner sehen, welche ihr ausgewählt habt. Aber ihr könnt sie auch sehen. Das hier ist zum Beispiel der US-Amerikaner. Er heißt David. Den Rest da möchte ich nicht aussprechen. Hat keine Bio angegeben, so wie ich. Er hat einmal im Quick Mode verloren. Und das war auch alles, was er geschafft hat. Hat Geld für einen Booster. Hat hier so ein. Skelett Archer, eine nackte Harpyie, auch die Sister Appears. Er hat sehr viel mit Brüsten zu tun. Wir wählen jetzt die letzten beiden Karten. So, das ist hier so mein Top-Team. Damit sollte ich eigentlich gewinnen. Sollte er. Da bin ich denn hier. Allerdings habe ich vorhin auch Oh, gedacht, ziemlich da war so gut. ein Asiate. Das soll jetzt nicht rassistisch klingen. Ich habe bloß seinen Namen vergessen. Zero hat auch gegen den gespielt im Ladder Match. Ich bin davon ausgegangen, der macht mich total kalt und dann habe ich gewonnen. Ja, aber sonst habe ich hab gegen jeden bisher gewonnen, außer gegen dich. Ja, das ist merkwürdig, ne? So, jetzt zeigen wir hier, was wir können. Ich hoffe, wir gewinnen. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus. Ich glaube nicht, dass ich gewinnen werde. Ich glaube, meine Wahl war du.
Also der Skelett-Archer zeigt hier, dass er wieder auferstehen kann. Das ist ein bisschen problematisch. Oh, ich glaube, ich gewinne doch. Die Gegner hat genauso viele Zauber wie ich. Jeweils drei. Okay. Ja. Und ich habe irgendwie gerade einen Bonus bekommen wegen irgendwas. Das ist cool. Könnte es sein Feldbonus oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Gebietsbonus? Warum nicht? Oh, verdammt. Okay, ihr seht, gerade läuft es nicht ganz so rosig. Vor allen Dingen, weil er immer wieder heilen kann. Die Karte habe ich übrigens auch mit der Erhalt. Aber ich habe Okay. hier meine Anti-Heilerin dabei, die immer die Max-HP runtersetzt. Das ist unser großer Vorteil. Die Karte, die Zero, glaube ich, mit als nervigste Karte findet, ne? Welcher? Die Max-HP runtersetzt. Ja. Die So, der nervt mich schon. Skelettbogenschütze kann nur einmal wiederbelebt werden. Deswegen sollte der jetzt eigentlich gleich erledigt sein. Ja, jetzt ist nur eine Karte übrig. Warum kann die eigentlich alle angreifen? Wo zum Henker ist mein Cursor? Der ist so klein, den verliere ich. Ja, ich weiß nicht, warum die alle an. Ah, Area, die kann alle angreifen. Warum wusste ich das nicht? Also ich wusste das mal, das hattest du mir mal gesagt, aber ich hab's wieder vergessen. Der Ice Appearance. Also nee, nicht Ice Appearance, Ice Elemental. Ich hatte eine knappe Angelegenheit, aber ich habe gewonnen. Sehr schön. Wir haben auch gewonnen. Also wir haben noch nicht gewonnen, aber wir haben gleich gewonnen, weil unser Gegner kann sich nicht mehr verteidigen mit 37 HP. Ich verstehe dich nicht, Lex, zu sehr. Ja, ich lecke gerne. Legge. Es regnet im Spiel, es regnet draußen. Ist das nicht schön? Der Victory hängt wahrscheinlich, weil mein Internet gerade am Absterben ist. So, wir sind wieder im Main Menu. Mein Internet stirbt. Aber was soll's? Leute, dann würde ich einfach sagen, ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Codes findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Ich habe oft genug darauf hingewiesen. Name findet ihr im Titel. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, irgendwas angezockt von Wolfbeit LP. Bis dann.